So, lala, da sind wir wieder. So, ich versuche mal zu reparieren. An den Tagen, wo kein Raid ist, muss man das Repair aufholen. Das, ja. Schöne, schwere Waffen. Kann ich vielleicht noch irgendwo Crit drauf machen? Aber nicht. Ich habe nur keine Armschienenverzauberung, keine Brust und... Was kannst du noch mal? Gucken, wann kriege ich denn die Handschuhe? 700 Conquest Points, wie viel krieg ich noch? Hm. 450, zu wenig. Ja, morgen krieg ich dann neue Handschuhe, nice. Ich frage mich, wie du überhaupt auf so viel Crit noch kommen sollst. Ist das überhaupt möglich, mit PvP-Zeug 33% zu erreichen? Wahrscheinlich nicht, wenn man immer alles mit Abhärtung nimmt. Aber wenn du die Trinkets vielleicht... Gibt's welche mit Crit? Glaub mir noch. Es gibt einen Kampfmeister, glaube ich, mit Crit. Ich geh mal gucken. Ah, ich meine, je besser du wirst, je, glaube ich, unwahrscheinlicher wird's, dass du das Target bist. Beziehungsweise, dass du dich da nicht mehr retten kannst. Dann ist all about the crits. Wo ist der Meister? So, was haben wir hier? Wirklichkeit, zwei Bahnen. So, Kampfmeister mit 359 Crit Rating. Das sind 3%, oder nicht? Knapp, ja. Holy shit. Wie, welcher Kampfmeister, der da einem Gesundheit gibt? Das ist der einzige Kampfmeister, den es gibt. Natürlich blödes Trinket für dich. Ja, das sind 2%. 2. Ist total nicht wert, da ein Damage-Trinket zu machen, weil Intelligenz bzw. Spellbauer. Den Situationen dann, obwohl. Ach, ich weiß nicht. Der Kampfmeister lohnt sich nicht. Vielleicht gibt es irgendwelche PvE-Dinger. Da findet man dann bestimmt was. Oh, ich guck mal, ob es bei im Laden was gibt. Im Laden? Ach, den? Ja, ja. Jetzt geht meine Maus nicht mehr. Warum? Geil Problem, wie Adi, Eddy, oder Adi, Madeira. Oh, mein Nummer aus. Okay, geht. Ziemlich kühlig. Ist toll kalt, oder? Das haben wir verabschiedet, sehe ich schon. Nur zwei Trinkets, die Sinn machen. Eigentlich nur eins. Und das nur mit Mastery, 321. Also, nur ist gut. Das andere hat zwar 321 Intelligenz, aber macht beim Use-Effekt 1900 Willens. Alter. Und das andere macht halt 321 Mastery und für 20 Sekunden 1926 Spellbar. Sinken die denn? Das ist 130 mehr als mein jetziges. Beim
heißt der Mann? Gut. Gehört das hier zum MI7 oder ist das das Hauptbildschirm? Ich muss nur wissen, wie sie heißen, weil ich stehe hier neben dir. Nee, ich stehe nicht mehr neben dir. Ja, das ist hier wieder Justice Point Typ. Wie heißt er? Silverton. Das ist eine Frau. Ich habe mal was der Auktion so auszubieten. Eine Idee davon zu kriegen, was es gibt. Weißt du, mit Mage haben wir auch eine Klasse, da raidet man mit. Und da hat man auch was für die Arena. Das ist ja cool. Volcano. Macht zwar 321 Mastery, aber man hat dann noch eine Chance, nochmal 2000 Damage zu machen, whatever. Und eine Chance, 1600 Intelligenz auch noch extra zu kriegen. Witzig. Da gibt es doch bestimmt was Geiles. Trinket, was einfach alles tötet, hätte ich genommen. Ach, zum Glück, das geht. Warum soll es nicht gehen? Ich glaube, ich werde doch schon mal meine PvP-Hosen austauschen gegen die schwächeren PvE-Dinger. Ich verliere dadurch 21 Intelligenz und 255 Resilience. Gewinne und einen Sockel verliere ich, okay. Gegen was tauschst du was? Und gewinne. Erst habe ich nur vorgelesen, was ich verliere. Jo. Und gewinne 240 Mastery, 185 Crit Rating. Dann verliere natürlich Haste und sowas. Wie, was tauschst du gegen was ein? PvP gegen PvE? Ja. So, dann wird sowieso das PvE-Ding getragen. Ne. So. Auf der PvE-Hose habe ich auch schon Verzauberung drauf. 95 Intelligenz, 80 Ausdauer. Damit komme ich auf Crit-Chance. Gucken wir das auch noch einmal. Jetzt habe ich einen Auktionator gebracht. 17,17%. Darauf kommen noch Kings. Ah, fehlt noch eine Menge. Schock hat 31% Crit-Chance. Mhm. Ziemlich viel. Ich glaube, das werde ich mir auch gleich nochmal installieren. Müssen wir noch eine Sache zurückmachen, damit ich wieder Hit-Cat bin. Der hat Holy Shock hat 15% mehr als mein normales Crit. Also für mich doppelt so viel. Mhm. Was kommt denn noch dazu? Ja, bauen wir.
So, ich installiere Dr. Damage mal. Dr. Damage, das bist du. Dr. Damage, sieh mir zu. Oh ja, es gibt unterschiedliche Crit-Multiplikatoren. Lichtblitz zum Beispiel macht 150% des Heals, wenn er crittet. Dagegen Heiliger Schock auch 150%. Coole Story. Aber jetzt überrasche mich. Wenn du jetzt was finden würdest mit 200%, wäre ich total überrascht. Über 150. Selbst. Naja. Trefferwert 89%. So oft geht es daneben. Wer ist denn? Heiliger Zorn, so ein AOE. Damage Ding. Ja, Mann. Na, mehr Heals haben wir auch schon nicht. Ah, nur 150%. Aber das stimmt, glaube ich, nicht. Ich mir das angucke. Normaler Holy Shock macht 7000 und Stuff. Ja, mit Frostblitz hat 5% Crit noch durch eine Glyphe. Das ist gut. Hat deine Eislanze nicht auch irgendeine? Ne, die macht Chance? Nur 5% mehr Damage. Oh. Nur. Das 16.000. Das ist doch 100. Also, das ist doppelte. Ne, oder das ist mehr, das ist doppelte. Das ist mit 150% gemeint, vielleicht. Dass nicht doppelter Crit ist, sondern 250%. Ich weiß nicht. Meine Hitchance ist auch so gering, aber das glaube ich, weil es auf PvE angezeigt wird. Ich bitte, das will ich wissen. Das ist es gar nicht. Das meine ich ja nicht. Irgend so ein Wort. Wort der Herrlichkeit. Und auch so eine geringe Kritschung. Ich habe so geringe Kritschung. Schade. Ich sehe, macht mir das ein bisschen Angst. Sag mir, wenn ich uns eintragen kann. Ich bin ready. Auch ready? Mhm. Kampf ist nicht möglich. Ja. Das wäre ins Kampf nicht möglich. Ich möchte sie nicht mehr anhaben. Ach, danke. Von der Puppe getestet? Mhm.
Hui. So, das andere ist noch ein Mage. Den Jugendkriegerwetter. Versuch Mage zu schieben. Also ich Priest lieber schieben. Erstmal den Mage. Ich bin schon mal geschieden, ne? Wir haben Silence schon mal benutzt. Mensch geschiebt. Stunnen mal, 6 Sekunden gestunt. Und wir wollen, wenn der Carsten Silence von DSG. Von mir aus dem Schieber. Vanessa Strangle. Das Silence ist gleich Strangle. In einer Sekunde. Was? Auf den Priest, immer auf den Priest. Oh nein, okay. Geschiebt. Wie schiebe Mage. So, ich habe 0 Damage gemacht, nice job, Vanessa. Wie jetzt auf den Priest? Ja, ich mache nur ein bisschen so Damage, wir können ruhig auf den Krieger gehen. Der Krieger ist down, Mage. Mage. Das geht schon gut. So, der Priest gestunt und weg. Hast du kann. Ne, wer ist Hungarian Cold eben eingesetzt gegen den Priest? Nein. Ah, komisch. Wird ziemlich aus dem Crit von mir, ich würde mal sagen. Eine schöne Kontrolle in dem Kampf. Das war überhaupt kein Stress. Ja. Ich habe immer Angst vor diesem Bildschirm. Damage war aber gut. Nice Damage war einfach. Nice. Your team matchmaking value 1337. Oh yeah. Ich schnapp mir eine Praline. Leute, Pralinenpackung hat doppelten Boden. Mama sagt immer, das Leben ist wie eine Schachtel Boden. Ich hoffe, hier ist Alkohol drin. Weitet unsere Kombo tatsächlich den größten Erfolg, wenn ich mehr auf der Control-Schiene bin. Und für anderen Kombis nicht so funktionieren. Oder besser funktionieren würde, würden die Mage das machen. Ja, du bist die Control-Schiene, ist geil. Krieg ich. Das war im Zug die Schiene, falls er entgleist. Dann springt er da drauf. Fährt einfach weiter. So bist du für uns, Mimi. Leadership, please. Ja. Lief voll nice.
Und deshalb kommst du eigentlich an eine Hexenmeister gut ran? Was hat dir Vergangenheit da ergeben? Bei einem Hex. Okay, welchen nehmt ihr? Krieger würde ich sagen wieder, oder? Ja, würde ich mal sagen. Und ich schieb Todesruder. Da ist eine Hülle. Ich geh mal weg. Oh. Rüde gesilenced. Oh. Druide gestunt. Nice. Spare Reflect, die sind trotzdem down, okay. Invalid Target? Ah, er ist untot. Hab ich ihn erwischt? Ist er gefiel? Ja. Cause I'm a holy paladin, a holy holy. Ja, das ist ziemlich gut, wenn ihr mir das sagt, wenn ein anderer Lichborn geht. Ja, ich hab das nur gemerkt, weil ich ihn hier schieben kann. Aber deshalb machst du ihn einfach kaputt. Einfach so. Mein Silence ist gerade raus, aber ich hab ihn nicht ganz getroffen während dem Cast. Eine Sekunde stun ich ihn, ist gestunt 6. Bin gesilenced. 4. Eine Sekunde nach. Und gestunt. Ach ja. Nee, ich weiß, ohne mich. Nein. Arthur hat mal wieder gespielt. Arthur einfach witzig und Arthur. Wenn du Priest. Ne, das ist falsch, was sagen. Wenn du Hexmeister zum Beispiel, wenn du an ihm dran bist, ne? Mhm. Dann unterbrichst du nur die Fias. Okay. Das andere kann ruhig alles durchgehen, das ist nicht so tragisch. Aber die Fias, die sind wichtig. Dafür musst du dein Unterbrechen bereit haben. Also nicht den Zwergenrecht, sondern den Unterbrechen. Brainstorm. Nein. Ich möchte ekel von ihm. Ja. Das ist wichtig. Und wenn's, ne? Wenn du das schaffst, dann stealst du auch genau das Ding. Mhm. Also wenn du nicht unterbrechen kannst, muss er wohl durchlaufen, damit du die Steel hast, ne? Immer auf irgendwo ein Fierce zu klauen. Mhm. Weil die haben einen Diminishing Return, was wir überhaupt nicht haben. Außer ich. Falls es Lichborn ist. Aber du nutzt viel nicht. Dann für den Fall, dass wir down gehen auf den Damage Dealer, mhm. Für den Fall, dass wir was nuken auf den Healer. Okay. Den Firma. Und das hält 15 Sekunden oder so, ne? Was hat denn genug Cooler und hält 8? Mehr als genug. Mehr als genug. Ziemlich krass. Ich fühle mich gerade voll wohl. Ich wollte bei Sway noch was geben. Oh. Nice. Wie viel haben wir noch? Ich hab dir noch was gegeben. Ist nicht getroffen. Jetzt aber gut, ne? Ne?